Karl Marx. Es gibt wohl kaum jemanden auf der Welt, der noch nichts von ihm gehört oder gelesen hat. Schonungslos attackiert der Marxismus jede Versklavung des Menschen durch den Menschen. Kein Wunder, dass er sich damit die unversöhnliche Feindschaft derjenigen einhandelt, deren Ausbeuterexistenz auf der Lohnsklaverei beruht. Das Ansehen von Karl Marx unter den Massen wächst, auch wenn die Antikommunisten es gerne zerstören würden. Die britische Fernseh- und Rundfunkanstalt BBC fragte 1999 in einer Meinungsumfrage nach den bedeutendsten Denkern des Jahrtausends. Karl Marx erreichte mit überwältigender Mehrheit Platz 1, noch vor Einstein, Newton und Darwin. 2008, mit dem Beginn der tiefsten Weltwirtschafts- und Finanzkrise in der Geschichte des Kapitalismus, ist Karl Marx wieder in aller Munde. Im Juni 2013 sieht sich sogar die UNESCO veranlasst, seine Hauptwerke, das Kommunistische Manifest und das Kapital, als Weltdokumentenerbe im Gedächtnis der Menschheit zu ehren. Solche Zugeständnisse bedeuten keine allgemeine Anerkennung. Gönnerhaft wird Marx zugestanden, Beiträge zur Wirtschaftslehre des letzten Jahrhunderts geleistet zu haben. Seine revolutionären Schlussfolgerungen aber werden bekämpft. Aber genau darin liegt ihre ganze Bedeutung. Der Marxismus ist heute und in Zukunft für den erfolgreichen Kampf der internationalen und revolutionären Arbeiterbewegung für die Vereinigten Sozialistischen Staaten der Welt von entscheidender Bedeutung. An 6 wesentlichen Bestandteilen des Marxismus wollen wir die aktuelle Bedeutung unterstreichen. Karl Marx wird am 5. Mai 1818 in Trier geboren. Seine Jugendzeit ist eine Zeit gesellschaftlichen Umbruchs. Jahrhundertelang hatten Kirche und Adel arme und leibeigene Bauern, Handwerker und Händler beherrscht und ausgebeutet. Jetzt fegt die bürgerliche Revolution sie weg. 1789 hat die Französische Revolution die Totenglocken für den Feudalismus in ganz Europa eingeläutet. Noch im Schoße des Feudalismus haben sich kapitalistische Strukturen entwickelt. Die Dampfmaschine hält im großen Stil Einzug. Fabriken werden gebaut, Dampfschiffe und Eisenbahnen eröffnen neue Transportmöglichkeiten. Ein Industrieproletariat entsteht und entwickelt sich. Das Bürgertum stößt an die Schranken der alten feudalen Gesellschaftsordnung. Sprunghaft entwickeln sich Industrie- und Naturwissenschaften. Sie fördern materialistische Auffassungen und stellen die oft religiös bedingten und idealistischen Gottgegebenheiten in Frage. Die Zeit ist reif für neues Denken, Fühlen und Handeln. Voller Mitleid mit Armut und Elend der Arbeiter entwickeln utopische Sozialisten, vornehmlich in Frankreich, idealistische Vorstellungen. Scharfsinnig brandmarken sie die Verbrechen der bürgerlichen Gesellschaft und träumen von einer gerechten Verteilung und gleichen Lebensbedingungen für alle. In der Arbeiterklasse sehen sie aber nur eine hilflose, leidende Masse. Folglich appellieren sie an die Kapitalisten, doch über vernünftige, wohlmeinende Konzepte zu verhandeln. Im Gegensatz zu den Utopisten erkennen Marx und Engels in der Arbeiterklasse die revolutionäre Kraft, die nichts zu verlieren hat als ihre Ketten, aber eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung zu gewinnen hat. Wie viele Jugendliche ihrer Zeit, die nach Veränderung der erstarrten gesellschaftlichen Verhältnisse suchen, studieren Karl Marx und Friedrich Engels die Werke des großen deutschen Philosophen Hegel. In der Philosophie Hegels erkennen sie dessen revolutionären Beitrag zur dialektischen Entwicklungslehre. Alles, was besteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Darin liegt der revolutionäre Kern der Hegelschen Philosophie, dass es nichts Endgültiges, Feststehendes im menschlichen Denken und Handeln geben kann, sondern sich alles in Bewegung, in Fluss, in Entwicklung befindet.
So fasst Willi Dickhuth, Vordenker und Mitbegründer der MLPD, Hegels bahnbrechenden Verdienst zusammen. Hegel war Idealist und vertrat, dass sich die Gesellschaft nach den Ideen der Menschen entwickelt. Marx und Engels stellten Hegel vom Kopf auf die Füße, indem sie seine bedeutende Weiterentwicklung der Dialektik von seinen idealistischen Vorstellungen trennten. Marx und Engels dagegen sind der Auffassung, dass jeder Entwicklung Gesetzmäßigkeiten innewohnen, die den Dingen zugrunde liegen. Die Wirklichkeit spiegelt sich wiederum nur im Bewusstsein der Menschen wider, woraus der Mensch seine Ideen entwickelt. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, ist die grundlegende materialistische Vorstellung, die dem Marxismus zugrunde liegt. Die Natur existiert unabhängig von aller Philosophie. Sie ist die Grundlage, auf der wir Menschen, selbst Naturprodukte, erwachsen sind. Außer der Natur und den Menschen existiert nichts. Und die höheren Wesen, die unsere religiöse Fantasie erschuf, sind nur die fantastische Rückspiegelung unseres eigenen Wesens. In dieser materialistischen Erkenntnis sehen Marx und Engels den historischen Verdienst des Religionskritikers Ludwig Feuerbach. Das Problem von Feuerbach ist, so Marx, dass er zu sehr auf die Natur und zu wenig auf die Politik hinweist. An die Adresse Feuerbachs schreibt Marx: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Karl Marx und Friedrich Engels sind Universalgelehrte. Sie eignen sich immense Kenntnisse an. Von der Philosophie, der Mathematik, der Kultur, der Geschichte, den Naturwissenschaften und der Militärwissenschaft. Noch im Alter lernen sie neue Sprachen, können sich im intensiven Austausch auf spezielleren Wissensgebieten ergänzen. Marx' Genialität besteht gerade darin, dass er auf die Fragen Antworten gegeben hat, die das fortgeschrittene Denken der Menschheit bereits gestellt hat, schreibt Lenin. Marx' Lehre ist die rechtmäßige Erbin des Besten, was die Menschheit im 19. Jahrhundert in Gestalt der deutschen Philosophie, der englischen politischen Ökonomie und des französischen Sozialismus hervorgebracht hat. Mit dem dialektischen und historischen Materialismus, der die praktischen Erfahrungen der Befreiungskämpfe und die neuesten Erkenntnisse der Gesellschafts- und Naturwissenschaft verarbeitet, entwickeln sie den Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Unendlicher Energie und Ausdauer studiert Karl Marx alle ihm erreichbaren wissenschaftlichen Bücher. Mit größter Aufmerksamkeit verschafft er sich Informationen über internationale Kämpfe. Wochen und Monate verbringt er in der Bibliothek des Britischen Museums. Wichtige Zitate und Tabellen aus Büchern und Aufsätzen muss er abschreiben. Kopierer oder gar Computer gibt es ja noch nicht. Seit 1844 verbindet ihn dabei eine Freundschaft mit seinem Kampfgefährten Friedrich Engels, die fundamentale Bedeutung für die ganze Arbeiterbewegung bekommt. Fast täglich, ob per Brief oder in langen Gesprächen, tauschen sie sich aus, informieren und streiten sich. Über die Entwicklung im internationalen Klassenkampf, über neue Bücher aus der Natur- oder Geisteswissenschaft, über Schlussfolgerungen für die Organisierung des revolutionären Kampfs und so weiter. An allem ist zu zweifeln, ist ein Wahlspruch von Marx. Nicht im Sinne skeptischer Infragestellung. Es geht ihm darum, jede Erkenntnis auf den Prüfstand zu stellen und sie mit der sich ständig ändernden Wirklichkeit zu konfrontieren. Vor Selbstkritik haben sie keine Scheu. Sie rechneten mit einer schnellen und in allen kapitalistischen Ländern gleichzeitig verlaufenden revolutionären Entwicklung. Da lagen wir falsch, stellt Friedrich Engels später nüchtern fest. Ohne auch nur einen Moment deshalb die revolutionäre Perspektive aus dem Auge zu verlieren. Marx und Engels weisen schon in ihren frühesten Schriften die grundlegende Einheit von Mensch und Natur nach. Das ist ein Ausgangspunkt ihrer wissenschaftlichen Weltsicht. Der Mensch ist Teil der Natur und kann nur in Einheit und in Wechselbeziehung zu ihr leben. Im Laufe ihrer Geschichte hat die Menschheit gelernt, die Naturgesetze immer besser zu verstehen, sich ihre Wirkungen,
zunächst beim Ackerbau und in der Viehzucht nutzbar zu machen. Über die Arbeit wird der Stoffwechsel des Menschen mit der Natur mit immer größerer Kenntnis und Bewusstheit organisiert. Mit der Entwicklung der modernen Naturwissenschaften und der industriellen Produktion erreicht diese Einheit ihre bis dahin höchste Stufe. Im Kapitalismus führt der Zwang zur Profitmaximierung zu einer Untergrabung der Einheit von Mensch und Natur. Gegen die mutwillige Zerstörung und eine drohende globale Umweltkatastrophe formiert sich eine weltweite Umweltbewegung. Frühjahr 1875. In Deutschland wird der Zusammenschluss der damals revolutionären SPD mit dem von Ferdinand Lassalle gegründeten Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein ADAV vorbereitet. Dazu wird das sogenannte Gotha-Programm ausgearbeitet. Unter maßgeblicher Verantwortung Wilhelm Liebknechts werden darin Kernbestandteile der revolutionären, marxistischen Positionen aufgegeben, die bis dahin das Programm der SPD prägten. Marx und Engels sind im Londoner Exil und bekommen das Papier erst kurz vor dem Vereinigungsparteitag zu sehen. Sie sind empört. In zentralen Fragen wurden von den Lassallianern reformistische Inhalte übernommen. Mit der Schrift »Kritik des Gothaer Programms« verfasst Marx eine scharfe und prinzipielle Polemik. Gleich im ersten Satz greifen sie einen Kern der eingedrungenen bürgerlichen Ideologie an, wonach allein die Arbeit die Quelle allen Reichtums sei. Die Arbeit ist nicht die Quelle alles Reichtums. Die Natur ist ebenso sehr die Quelle der Gebrauchswerte, und aus solchen besteht doch wohl der sachliche Reichtum, als die Arbeit, die selbst nur die Äußerung einer Naturkraft ist, der menschlichen Arbeitskraft. Aber die Führer der alten SPD verheimlichen und unterdrücken diese Kritik vor den Parteimitgliedern. 16 Jahre später, lange nach Marx Tod, erzwingt Friedrich Engels schließlich doch noch die Veröffentlichung. Mit der falschen Behauptung, dass allein die Arbeit Quelle allen Reichtums sei, wird in der Praxis die rücksichtslose Ausbeutung von Mensch und Natur gerechtfertigt. Die These von der Arbeit als alleiniger Quelle allen Reichtums wird auch innerhalb der Arbeiterbewegung zu einer Grundlage des Reformismus. Damit wird der ökologische dem sozialen Kampf gegenübergestellt und Spaltung zwischen Umwelt- und Arbeiterbewegung betrieben. Die grundsätzliche Einstellung zur Natur und zu ihrem Schutz hält Karl Marx im Kapital fest. Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde. Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer, und haben sie als Boni Patris Familias, das heißt als gute Familienväter, den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen. Diese Aussage von Karl Marx ist eine der am meisten verdrängten Positionen in der Arbeiterbewegung. Ohne sie sich gründlich zu eigen zu machen, wird die Menschheit die gefährliche Entwicklung zu einer globalen Umweltkatastrophe nicht aufhalten können. »2008 bricht die bislang tiefste, längste und umfassendste Weltwirtschafts- und Finanzkrise in der 200-jährigen Geschichte des Kapitalismus aus. Die MLPD wird davon, im Unterschied zu bürgerlichen Wirtschaftswissenschaftlern, nicht überrascht. Mittlerweile ist es auch still geworden um die vollmundige Losung vom krisenfreien Kapitalismus. Vielmehr ist allerorts Krisenmanagement angesagt. Was für ein jämmerliches Eingeständnis der bürgerlichen Ökonomie. Die lang gepflegte Marx-Kritik bricht kläglich zusammen. Die marxistische Krisentheorie hat erneut ihre Allgemeingültigkeit und praktische Bestätigung erfahren. Wirtschaftskrisen wird es geben, solange es die kapitalistische Produktionsweise gibt. Die Kritik an der politischen Ökonomie des Kapitalismus ist das Kernstück der Marx'schen Lehre. Sein Hauptwerk wird Das Kapital.
Durch diese Analyse das Wesen der kapitalistischen Ausbeutung zu erkennen, das wird für Abermillionen von Arbeiterinnen und Arbeitern rund um den Globus Richtschnur und Ansporn im Kampf um ihre soziale Befreiung. Schon immer haben die Menschen Gegenstände für ihren Gebrauch als Nahrungsmittel, Werkzeuge oder Kleidung der Natur abgerungen und immer perfekter produziert. Sie lernen, mehr Gebrauchswerte herzustellen, als für die Gemeinschaft unmittelbar benötigt wird, und beginnen mit dem Austausch mit anderen Gruppen. In dem Maße, wie Gegenstände für den Tausch hergestellt werden, werden sie zur Ware. Im Kapitalismus hat die Warenproduktion ihre höchste Stufe erreicht. Die zu ihrer Herstellung nötigen Produktionsmittel, Maschinen und Werkzeuge gehören dem Kapitalisten. Der Zwang des mittellosen Proletariats, seine Arbeitskraft an den Kapitalisten gegen Lohn zu verkaufen, ist die Grundlage der kapitalistischen Ausbeutung. Die Lohnarbeit entfremdet den Arbeiter nicht nur von seinem Produkt, sondern auch von der Natur. Grundpfeiler der politischen Ökonomie des Marxismus ist die Lehre vom Mehrwert. Die Arbeitskraft des Menschen wird selbst zur mehrwertschaffenden Ware, weil sie mehr produzieren kann, als sie für den Lebenserhalt benötigt. Die Arbeitsplätze im Kapitalismus haben zwei Seiten. Einerseits sind sie die Orte, an denen die menschliche Arbeitskraft für die Produktion von Mehrwert ausgebeutet wird. Andererseits sind sie die Lebensgrundlage der Arbeiter. Wenn der ausbeutende Kapitalist, also als Arbeitgeber, und die ausgebeuteten Arbeiter als Arbeitnehmer bezeichnet werden, dann ist das eine vorsätzliche Verdrehung der Tatsachen. Es wird so getan, als würden die Kapitalisten die Arbeitsplätze aus reiner Wohltätigkeit schaffen. Kehrseite der Ausbeutung ist die Massenarbeitslosigkeit. Arbeitskräfte, die als Ware für die Mehrwertproduktion nicht gebraucht werden, bilden die industrielle Reservearmee. Marx hat erkannt, dass das Kapital nur existieren kann, wenn es wächst, koste es, was es wolle. Kehrt sich das Wachstum um, kommt es zu Überproduktionskrisen. Wachsen kann das Kapital aber nur, wenn die Zahl der Arbeiter steigt, die Mehrwert produzieren. Da die Kapitalisten fortlaufend die Ausbeutung der Arbeitskraft erhöhen, um die Konkurrenz auszuschalten, werden Arbeitskräfte durch Maschinen ersetzt. Das führt zum tendenziellen Fall der Profitrate, dem Auslöser der Überproduktionskrisen. Die Konkurrenz unter den Kapitalisten um den höchsten zu realisierenden Profit zwingt diese, die Arbeitsproduktivität ständig zu erhöhen und die Summe der unbezahlten Mehrarbeit zu steigern. Kein Kapitalist kann sich bescheiden und erklären, er wäre auch mit weniger Profit zufrieden. Dann hat er schon verloren. Gegen dieses Krisengesetz sind die Kapitalisten machtlos. Dazu schreibt Karl Marx: Wodurch überwindet die Bourgeoisie die Krisen? Einerseits durch die erzwungene Vernichtung einer Masse von Produktivkräften. Andererseits durch die Eroberung neuer Märkte und die gründlichere Ausbeutung alter Märkte. Wodurch also? Dadurch, dass sie allseitigere und gewaltigere Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert. Mit der Neuorganisation der internationalen kapitalistischen Produktion ist auch ein internationales Industrieproletariat entstanden. Es ist engstens mit den modernen Industrieanlagen verbunden und in der Lage, sich an die Spitze des weltweiten Befreiungskampfs zu stellen und die Führung im Kampf für die internationale Revolution wahrzunehmen. Das Potenzial einer revolutionären Weltkrise entfaltet sich erneut. Dem steht eine gewaltige Macht entgegen, das alleinherrschende internationale Finanzkapital. Die 500 größten Industrie-, Bank- und Agrarmonopole beherrschen heute die Weltwirtschaft und drücken der Welt ihren politischen Stempel auf. Sie verfügen 2012 über 42% des Weltsozialprodukts, über 70% des Weltexports und über 90% des Weltkapitalexports. Sie kennen keinerlei Skrupel bei der Ausplünderung von Mensch und Natur. Freiwillig
werden sie ihre Macht niemals aufgeben. Sie stützen sich auf Regierungen der imperialistischen und kapitalistischen Länder, rüsten gewaltige Apparate von Polizei und Militär auf. Sie werfen ihr Spinnennetz der Geheimdienste mit Bespitzelung und Überwachung über Freund und Feind. Nicht zuletzt verfügen sie über einen alles durchdringenden Medienapparat, mit dem eine raffinierte Manipulation der Denkweise der Massen betrieben wird. Doch er ist ein Koloss auf tönernen Füßen. Das ganze imperialistische Weltsystem existiert nur noch in allgemeiner Krisenhaftigkeit. Wer die kapitalistischen Krisen abschaffen will, muss den Kapitalismus abschaffen und den Sozialismus errichten. So wie der Kapitalismus im Schoße des Feudalismus heranwuchs, so reift bereits in der kapitalistischen Gesellschaft die materielle Vorbereitung des Sozialismus heran. Auf dieser Grundlage entwickelt Marx die wissenschaftlich begründete Vision einer kommunistischen Gesellschaft, in der die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen überwunden ist. Mit ihrer wohl berühmtesten Schrift, dem Kommunistischen Manifest, decken Marx und Engels hinter dem Gewoge der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen die Rolle des Klassenkampfs in der Geschichte auf. Nicht göttliche Allmacht oder große Männer sind die Triebkraft der menschlichen Geschichte. Es ist der Widerstreit zwischen Sklavenhaltern und Sklaven, Feudalherren und Leibeigenen, Adel und aufstrebendem Bürgertum und schließlich zwischen der Arbeiterklasse und dem Kapital. In diesem Kampf der Klassen geht es in der Konsequenz um die Verfügung über die gesellschaftlich erarbeiteten Reichtümer und um die politische Herrschaft. Der Klassenkampf wird als ökonomischer, politischer und ideologischer Kampf geführt. Er verläuft im Kapitalismus in verschiedenen Etappen, bis hin zu seiner höchsten Form, dem revolutionären Sturz, der Diktatur, der allein herrschenden Monopolkapitalisten und der Errichtung des Sozialismus. Das Kommunistische Manifest findet direkt nach seiner Herausgabe rasche Verbreitung, wird in fast alle Sprachen übersetzt. Seine Schlusszeilen rütteln auf. Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Gebetsmühlenartig wiederholen Antikommunisten, der Sozialismus, Kommunismus könne nicht funktionieren. Der Mensch sei zu egoistisch. Faulheit und Behäbigkeit machten sich breit, sobald kein Ausbeuter mehr die Knute schwingt. Das mag ihrem Menschenbild und ihrer Denkweise entsprechen. Der Kapitalismus und seine Träger erzeugen und verbreiten Selbstsucht und Niedertracht. Die Arbeiterklasse und die breiten Massen werden das nie als Menschenbild akzeptieren. Immer wieder haben sie bewiesen, dass sie solidarisch, selbstlos und heroisch zu kämpfen in der Lage sind, um Geburtshelfer einer neuen Zeit zu werden. Nur darum hat es überhaupt eine geschichtliche Entwicklung der Menschheit gegeben. Im ersten sozialistischen Land der Welt, der Sowjetunion, wurde von 1917 bis 1956 erfolgreich eine neue Gesellschaft aufgebaut. Ein rückständiges, bitterarmes Land entwickelte sich zum modernen Industrieland mit weitreichenden, umweltschützenden Maßnahmen und vor allem mit gut ausgebildeten, stolzen Menschen. Und das gegen erbitterte innere und äußere Feinde, Interventionskriege und den brutalen Überfall des Hitlerfaschismus. Nach dem von einer weltumspannenden antifaschistischen Allianz eroberten Sieg über den Faschismus, dessen größten Anteil die sozialistische Sowjetunion trug, konnte sich ein Drittel der Menschheit von kapitalistischer Ausbeutung und Unterdrückung befreien, unter dem Banner des Marxismus. Das sozialistische China erkämpfte nach dem Sieg der Revolution 1949 bis zum Tode Mao Zedongs im Jahre 1976 atemberaubende Fortschritte.
Auch in der DDR gab es nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hoffnungsvolle Ansätze für den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft. Wie in jedem Kampf des Neuen gegen das Alte hat auch die revolutionäre Bewegung Rückschläge und schwere Niederlagen erlebt. Die schlimmste Verheerung hat der Verrat am Sozialismus in den ersten sozialistischen Ländern der Welt durch die modernen Revisionisten verursacht. Ausgehend vom 20. Parteitag der KPdSU 1956 wurde der Marxismus-Leninismus durch eine bürgerliche Ideologie ersetzt. Zuerst in der Sowjetunion, dann in der DDR und schließlich auch in China wurde der Kapitalismus im Gewand eines bürokratischen, staatsmonopolistischen Kapitalismus restauriert. Das war nicht einfach zu durchschauen. So wurde Marx in der DDR auf den Sockel gehoben, seine Texte wurden dogmatisch wiederholt, bis sie nur noch leere Phrasen waren. Sie gerieten immer mehr in Gegensatz zur erlebten Praxis einer Führung in Partei, Staat und Wirtschaft, die nach spießbürgerlichen Privilegien gierte und den Massen mit Verachtung, Misstrauen und Bespitzelung begegnete. Bis zum Mauerbau und massiver Unterdrückung jeglicher demokratischer Bestrebungen. Diese Situation hat den modernen Antikommunismus mehr befördert als der reaktionäre Antikommunismus Hitlers, Adenauers und so weiter. Der Klassenkampf, das war eine Schlussfolgerung besonders von Mao Zedong, wird auch im Sozialismus weitergeführt. Dafür ist die Diktatur des Proletariats unerlässlich. Die MLPD schreibt in ihrem Programm: Der Sozialismus stellt eine Übergangsgesellschaft vom Kapitalismus zum Kommunismus dar. Zur Erreichung ihrer kommunistischen Ziele organisiert die Arbeiterklasse mit der Diktatur des Proletariats den Klassenkampf im Sozialismus und praktiziert den proletarischen Internationalismus. Der Klassenkampf der Arbeiterklasse muss sich auf die Kontrolle der Denkweise der Verantwortlichen in der Leitung der Wirtschaft, des Staats und der Partei beziehen. Das bringt von Beginn an das Wesen der proletarischen Diktatur zum Ausdruck. Systematischer, ideologisch-politischer Kampf um das sozialistische Bewusstsein zur Überwindung der bürgerlichen Ideologie in Einheit mit der sozialistischen Umgestaltung der ökonomischen Basis der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Lebensweise. Verunsicherung und Zersplitterung der revolutionären Bewegung sind die Folge des Verrats am Sozialismus. Aber dabei bleibt es nicht. Revolutionäre und Marxisten-Leninisten haben ausgehend von den Marx'schen Lehren die Ursachen der Niederlagen analysiert, neue Parteien gegründet, sich beraten und im Kampf zusammengeschlossen. Die Lehren von Marx leben so weiter. Bei der Untersuchung der Entwicklungsgeschichte der Menschheit befassen sich Marx und Engels intensiv mit der Rolle der Frauen und der Familie und bestimmen den doppelten Produktionsbegriff. Die gesellschaftlichen Einrichtungen, unter denen die Menschen einer bestimmten Geschichtsepoche und eines bestimmten Landes leben, werden bedingt durch beide Arten der Produktion, durch die Entwicklungsstufe einerseits der Arbeit, andererseits der Familie. Sie decken auf, dass die besondere Ausbeutung und Unterdrückung der Masse der Frauen im Kapitalismus systemimmanent ist und die soziale Befreiung der Arbeiterklasse und die Befreiung der Frau untrennbar zusammengehören. Auf der Grundlage der bürgerlichen Staats- und Familienordnung ist die private Verantwortung für die Einzelfamilie das unverzichtbare Gegenstück der Ausbeutung der Lohnarbeit in der vergesellschafteten Warenproduktion des Kapitalismus. An den Frauen hängt bis heute der größte Teil der unbezahlten Familienarbeit. Sie bringen die Kinder nicht nur zur Welt, sondern versorgen sie, kümmern sich um den Haushalt, kranke und alte Familienmitglieder. Dafür werden sie mit niedrigeren Löhnen abgespeist. Aber nicht nur die proletarischen Frauen sind den Folgen der bürgerlichen Staats- und Familienordnung unterworfen. Auch kleinbürgerliche und bürgerliche Frauen werden in finanzieller Abhängigkeit gehalten, offen oder subtil besonders unterdrückt. Indem Marx und Engels diese Zusammenhänge aufdecken, legen sie den Grundstein für die untrennbare Einheit des Kampfs um soziale Befreiung mit der Befreiung von der Ausbeutung der Arbeitskraft und dem Kampf um die Befreiung der Frau. Jeder,
der etwas von der Geschichte weiß, weiß auch, dass große gesellschaftliche Umwälzungen ohne das weibliche Ferment unmöglich sind. Der gesellschaftliche Fortschritt lässt sich exakt messen an der gesellschaftlichen Stellung des schönen Geschlechts, die hässlichen eingeschlossen, schreibt Marx an Ludwig Kugelmann. Zersplittert sind die Arbeiter nichts. Vereint sind die Arbeiter alles. Marx war nicht nur Theoretiker, er war auch praktischer Organisator der Arbeiterklasse. 1847 schließt er sich dem Bund der Kommunisten an, in dessen Auftrag er mit Engels das Kommunistische Manifest verfasst. Obwohl der Kapitalismus noch in seinen Kinderschuhen steckt, erkennen Sie, dass er sich von vornherein als internationales Gesellschaftssystem entwickelt hat und damit auf der ganzen Welt das Proletariat hervorbringt. Daraus ergibt sich der grundlegende Charakter der proletarischen Revolution, als, wie Marx schreibt, eine Revolution, die die Emanzipation ihrer eigenen Klasse in der ganzen Welt bedeutet, die so universal ist wie die Herrschaft des Kapitals und die Lohnsklaverei. Marx und Engels wenden sich gegen nationale Absonderung und Gegensätze der Völker, sind glühende Internationalisten. Im Kommunistischen Manifest heißt es: Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. 1864 wird in London unter maßgeblichem Einfluss von Karl Marx die erste Internationale gegründet. Diesen Zusammenschluss praktisch zu organisieren, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, Resolutionen und Solidaritätsaktionen vorzuschlagen. Karl Marx erweist sich dabei als Seele dieser ersten internationalen Organisation zur Vorbereitung einer internationalen Revolution. Die Rolle von Karl Marx in der ersten Internationale schildert sein Kampfgefährte, der Arbeiter Friedrich Lessner. Marx legte stets ungemeinen Wert darauf, mit Arbeitern zusammenzukommen und sich mit ihnen zu unterhalten. Er suchte dabei die Gesellschaft derjenigen, die sich ihm gegenüber offen aussprachen und ihn mit Schmeicheleien verschonten. Es war ihm sehr viel daran gelegen, die Ansichten von Arbeitern über die Bewegung zu hören. Zu jeder Zeit zeigte er sich bereit, die wichtigsten politischen und ökonomischen Fragen mit ihnen zu diskutieren. In der Zeit der Internationale fehlte er in keiner Sitzung des Generalrats. Und nach den Sitzungen gingen wir, Marx und die meisten Mitglieder des Rats, in der Regel noch in ein anständiges Gasthaus, um uns dort bei einem Glas Bier ungezwungen zu unterhalten. Die praktische Zusammenarbeit mit Revolutionären unterschiedlichster Herkunft und Prägung gehen mit prinzipiellen ideologischen Auseinandersetzungen Hand in Hand. In der ersten Internationale sind Marx und Engels die einzigen, allseits gefestigten Marxisten. Heftig ist die Auseinandersetzung mit dem Anarchismus, wie er von dem russischen Revolutionär Bakunin vertreten wird. Der Anarchismus ist eine kleinbürgerliche Strömung in der Arbeiterbewegung. Er folgt der spontanen Wut der Arbeitermassen auf ihre mit der Industrialisierung einhergehenden Verelendung, ohne deren Ursachen zu verstehen. Die modernen Anarchisten machen daraus ein Revolutionskonzept des Hier und Heute. Macht kaputt, was euch kaputt macht, mündet oft im sinnlosen, individuellen Terror. Jede verbindliche Organisation abzulehnen, das ist bis heute das Markenzeichen des Anarchismus und Antiautoritarismus. Der geballten und hochorganisierten Macht des Kapitals kann die Arbeiterklasse aber nur mit einer geschlossenen Organisation entgegentreten. 1871 stehen in der Pariser Kommune viele Vertreter der Internationale auf den Barrikaden für eine erste Arbeiterherrschaft. Marx hat vor einem verfrühten Losschlagen gewarnt. Aber als der Kampf entbrannt war, da gehört den Himmelsstürmern seine ganze Solidarität. Die Kommune wird in der gemeinsamen Aktion der früheren Kriegsgegner, der deutschen und französischen Reaktion, blutig niedergeschlagen. Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter, aber nur vorübergehend. Das eigentliche Resultat ist nicht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter.
In der Schrift »Der Bürgerkrieg in Frankreich« zieht Marx tiefschürfende Schlussfolgerungen aus dem Fanal der Pariser Kommune. Dazu gehörte der dringliche Appell, die Organisiertheit der Arbeiterklasse voranzubringen, in Gewerkschaften, aber besonders auch in revolutionären Parteien. Die Erste Internationale hatte zunächst ihren Zweck erfüllt und wurde 1876 zugunsten des Aufbaus nationaler Parteien aufgelöst. Marx ist unerschütterlicher Berufsrevolutionär. Was er und seine Frau aus Erbschaften und bescheidenem Erlös journalistischer Arbeit aufbringen können, reicht oft nicht für den Lebensunterhalt der Familie. Engels verdient in der vom Vater ererbten Fabrik Geld, damit Marx sich auf die Arbeit konzentrieren kann. Die Türen der oft mehr als bescheidenen Wohnungen der Marx-Familie stehen für politische Flüchtlinge und Besucher aus aller Welt immer offen. Enge Freundschaften verbinden sie mit Wissenschaftlern, Künstlern und Schriftstellern wie Heinrich Heine. Marx war stets dem Leben zugewandt, schätzte und kannte Homer, Dante und Goethe und verehrte den großen Dramatiker Shakespeare. Zweifellos ist das Leben der Marx-Familie oft schwer und opferreich. 4 der 7 Kinder sterben schon sehr früh aufgrund der elenden Bedingungen des Exils. Daraus stricken Kleingeister die Legende, Marx habe Frau und Kinder im Elend verkommen lassen, während er sich hinter dem Schreibtisch verschanzte. Auch Marx' Frau Jenny ist eine durch und durch revolutionäre, emanzipierte Frau. Aus vollster Überzeugung arbeitet sie als sein Sekretär bei der Abschrift seiner für andere kaum leserlichen Manuskripte. An seinen Kindern hängt Marx mit inniger Freude. Die 3 Töchter Jenny, Laura und Eleanor wachsen zu gebildeten, politisch engagierten Frauen heran. Sie bleiben als Übersetzerinnen und Journalistinnen der revolutionären Arbeiterbewegung ein Leben lang eng verbunden. Über die Beziehung ihrer Eltern schreibt Eleanor Marx Aveling nach dem Tod der beiden. Ich glaube mitunter, dass ein Band, fast so stark wie die Hingabe an die Sache der Arbeiter, sie zusammenband. Ihr unerschöpflicher, unverwüstlicher Humor. Es gibt nicht bald wieder 2 Leute, die so Gefallen fanden am Scherz und Witz wie die 2. Ja, trotz aller Leiden und Kämpfe waren sie ein fröhliches Paar. Und der verbitterte Donnergott ist eine Einbildung der Bourgeois-Gehirne. Jene, welche sich dem Studium der menschlichen Natur widmen, wird es nicht befremdend erscheinen, dass der Mann, welcher ein solcher Kämpfer war, zur selben Zeit der sanftmütigste und zarteste aller Menschen sein konnte. Sie werden verstehen, dass er so bitter hassen konnte, nur weil er einer so innigen Liebe fähig war. Am 14. März 1883 stirbt Karl Marx im Alter von nur 64 Jahren. Friedrich Engels spricht an seinem Grab. Er fasst die bahnbrechenden Erkenntnisse seines Freundes zusammen. Schließlich geht er auf Marx' Umgang mit Freunden und politischen Gegnern ein, skizziert seine ganze Denk- und Lebensweise, die bis heute eine ungebrochene Ausstrahlungskraft hat. Und deswegen war Marx der bestgehasste und bestverleumdete Mann seiner Zeit. Regierungen, absolute wie republikanische, wiesen ihn aus. Bourgeois, Konservative wie Extremdemokratische, logen ihm um die Wette Verlästerungen nach. Er schob das alles beiseite, wie Spinnenweb, achtete dessen nicht, antwortete nur, wenn äußerster Zwang da war. Und er ist gestorben, verehrt, geliebt, betrauert von Millionen revolutionärer Mitarbeiter, die von den sibirischen Bergwerken an über ganz Europa und Amerika bis Kalifornien hin wohnen. Und ich kann es kühn sagen, er mochte noch manchen Gegner haben, aber kaum noch einen persönlichen Feind. Sein Name wird durch die Jahrhunderte fortleben. Und so auch sein Werk.